Bum, 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 da sind wir da mit Need for Speed Most Wanted Legends. So, wir sind in den nächsten Herausforderungs-Remote-Stellen-Rennen hier. Ich habe gesagt, ne, wir wechseln uns immer ab zwischen den Folgen mit Karriere und Herausforderungsserie. Aber ich denke mal, die Herausforderungsserie wird uns nicht allzu lange begleiten, wenn wir jetzt hier wirklich ein Pensum von 10, 15 Herausforderungen pro Folge haben. Oder später wird es ja ein bisschen länger dauern, 15 Folge, keine Ahnung, 5 Rennen pro Folge, keine Ahnung. Naja. Ich denke mal, bis wir Razer besiegt haben, sind wir hier längst durch mit der Herausforderungsserie. Vorausgesetzt, ich schaffe das hier auch immer auf Anhieb. Achtung, Küstenbezirk. Ach nö. Ich habe eine Meldung über einen gesuchten Street Racer, zuletzt gesichtet in nördlicher Richtung auf der Chase Road. Wer einen Einsatz mit niedriger Priorität fährt, bitte melden und in diese Richtung aufbrechen. Nee. Jor, 3 Minuten 30 müssen wir schaffen. Aber im Grunde müssen wir einfach nur schaffen, immer rechtzeitig an den Mautstellen zu sein. Bevor die Zeit da oben abläuft. Na, der Wagen, naja. Finde ich nicht so übergeil irgendwie. Farbe mag ich hinten. Ja, hau ab, Alter! Hm. Wer hat das Taxi bestellt? Oder Pizzawagen, was immer. Ja, die Abkürzung hier, auf die verzichte ich mal. Ganz dezent. Das ist eher eine Gefahrenzone. Maut. Maut ist sein Hobby. Ich zahle mein Leben gern Maut stellen. Ja, ich stehe darauf, Startup Geld zu geben. Ich weiß nicht, wegen der Milch. Trink Milch! Milch, Geisel der Menschheit. Ja, wir kennen's. Scheiß die Wandern! Yeah! Da crasht hier durch die Gegend, ey. Spannend, was die nächste Herausforderung, was Polizei angeht, ist. Whee. Natürlich. Ja, natürlich, drück einfach alle Knöpfe, die gehen. Ah, einmal durch die Waschanlage. Ich habe mich so dreckig gefühlt. Sollte aber alles kein Problem weiterhin sein. Ich denke mal, das eine Unfällchen kann das Spiel uns verzeihen hier. Wir sind ja gleich am Ziel. Maut! Nice! So. I'm gonna die. Entkomme der Polizei, streife mindestens 5 Polizeiwagen. Okay, Mama, machen wir mal. Hm. 5 Stück. 5 verschiedene. An alle Einheiten im Bezirk. 1, 2, 3, 4, 5. Der Verdächtige ist auf der Flucht. Fahrer hat mit aggressiven Manövern versucht, sich der Festnahme zu entziehen. Verdächtiger ist in einem blauen Mitsubishi. 3. Den haben wir schon. Irgendeinen da hinten müssen wir erwischen. Schnappt ihn euch, sobald er langsamer wird. Haben wir die schon? Gut. Legen wir los. Anscheinend ja. Alles, was ihr habt. Der Kerl geht uns langsam auf die Nerven. Okay, Roger, Charlie 4. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Die schalten sich gegenseitig aus. Ach, guck mal, den nach vorne können wir einen mitgeben. Nur ein ausgefallener Einsatzwagen. Quatsch. Verdächtiger hat mich gerade gehabt. Bruder, du siehst auch so aus. Nee. Haben wir schon gehabt. Okay, ich greif sofort. Ah, der da vorne. Ich hab keine Chance. Der ist vorbei. Fährt weiter. So, jetzt dürfen wir die abhängen.
Hinweis. Der Code-6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Süden über die Seagate-Brücke. Einsatzleitung erbittet Absperrung östlich der letzten bekannten Fahrtrichtung des Verdächtigen. Der Einsatz ist... Alles klar, ich hab ihn. Fahrzeug ist letztendlich... Alter, was soll denn der Scheiß? Oh, ihr penetrant, auf einmal sind überall Straßensperren hier oder was? Verpisst euch aus meinem Leben, ey. Mann, wofür mach ich denn da den ganzen Scheiß? Boah, mein Gott, ey. Vor allem hast du direkt wieder vier Bullen am Arsch, ey. Verdächtiger fährt jetzt durch die Raffinerie. Ich fahr dir gleich hinein. 3-10, plant mich mit ein. Ich bin in 30 Sekunden da. Ey, wo kommen die? Ey, das ist ja unglaublich, Alter. Wie so Kakerlaken, Alter. Da ist jetzt wieder ein Ameisennest getreten hier. Ja. Alter, ey, Alter. Sichtkontakt verloren. Stand by. Natürlich fährt hier einer durch. Wir sind wieder hinter ihm. Er hält nicht an. Fahrer ist in eine Baustelle gecrashed. Penner. Wo kommt der? Ey. Alter, da war gerade keiner, aber auf einmal ist. Weißt du? Fick dich. Ja, jetzt hat er extra gewartet, um zu gucken, wie lang fahr, weißt du? Oh, nee. Ein so ein Spasti-Bulle hier, weißt du? Ein so ein verkackter. Oh, verpiss dich! Komm, 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 komm! Oh, guck mal, da kam schon ein Pylon angeflogen, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, 10, 15 Herausforderungen in einer Folge hier. Kann uns, glaube ich, abschmieden. So, Mautstelle, jetzt sind wir wenigstens beschissen in Eclipse hier los. Boah. Ne, warte mal, wie komme ich denn auf Dings? Stimmt ja, das sind ja 4 pro. Mein Gott, ich habe immer... Ach ja, ja, ja. 4 sind halt pro Reihe. da geht's schon mit Nagelbändern los, alles klar. Wieder dezent auf Fresse, habe ich gemerkt. Boah, eine verstrahlte Supra. Dieses Feld, Alter, hat eine Auspuffanlage. Hat der denn, Alter? Kannst seinen Kürbis reinstecken. Evil Knievel Supra hier. Style. Ja, ich fahre extra nicht Achtung, durch. Kanal 2. Alter, lass mich doch in Ruhe, ey. Möglicherweise gesuchter Verdächtiger gemeldet. Zuletzt alle werden gesucht. Hashtag Tuner. Auf der Route 55. Verfügbare Einheiten melden und anrücken. Boah, der ist ja nur bäh, bin ich noch hier drin. Voll schnell aufgebraucht. Ist nicht nur ein Spritschlucker, die Supra, ey. Ein Nitro-Schlucker auch noch. Alter. Naja, so.
Jetzt gerade mal über 30%. Jetzt, ja. Polizei, Polizei, der zahlt seine Maut nicht. Wer stellt so eine Scheiße da hin? Warum steht das da? Auch immer so eine Frage, ne? Das stand aber, wie gesagt, in der PlayStation-Version war das nicht, glaube ich. Also, ne. Da kommen sie doch. Guten Tag! Hallo, Polizei! Ich bin's! Ich verkrackte Crack-Supramio! Verfolge gemeldeten Wagen! Ich glaube, ich habe ihn, Moment! Moment! Ja, bestätige, er ist es! Gib Gas, Junge, dann bin ich weg! Er hält nicht an! Ja, warum weiß der, wo ich lang will? Arschloch! Junge, bist du besoffen oder was? Ja, kannst du mal ver. Boah, ich hasse das, ey! Sind schnell. Nee, nee. Habt ihr wieder V plus getankt? Wenn ihr Pech habt, gibt's jetzt Donuts. Donuts, Junge. Bravo 29. Ein juckt's wieder nicht, ne? Ein von neuen juckt's wieder nicht. Wir können kaum mithalten. Verstärkung wäre nicht schlecht. Alarmiert zusätzliche Einheiten. Hat sich erledigt für euch hier. Hättet mal lieber die Packungsbeilage lesen sollen. Bam! Nice, da, ja. Speed ist das eigentlich, ja. Ich darf das Release von Sea of Thieves nicht verpassen. Ja. Vier Verstöße. Ja, machen wir. Polizeiwagen nach Ram, ne? Fahrerflucht, Sachschaden, fahren abseits der Straße. Und, ja, sag schon, reicht doch nicht. An alle Straßenwagen, wir haben eine Code-3-Verfolgung. Freie Einheiten bitte melden und zur Verfügung halten. Verdächtiges Fahrzeug ist... Was ist passiert? Kann mir meine erklären? Zielobjekt gefunden, nehme Verfolgung wieder aus. Junge, Herausforderung ist abgeschlossen. Lass mich in Ruhe. Warum auch immer die abgeschlossen ist schon, aber. Nur einen ausgefallenen Einsatz tragen. Bravo 29. Bin an Ihnen dran. Code 6 Fahrzeug verloren. Riegelt sofort den Sektor auf. Alles klar, ich hab ihn. Fahrzeug ist lokalisiert. Alter. 10, 36, verfolge flüchtigen Verdächtigen. Es ist wieder eine. Kleine, nervige Pissnelke. 10:33, brauche mehr Verstärkung. Schickt mir alles, was ihr habt. Guck mal, der fährt einfach dran vorbei. Die funktionieren gar nicht, die Kackdinger. Okay, Roger. Echo 22. Pissnelke. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Hätte so schön sein können, ne? Aber warum fahre ich auch wie so ein Blöder da wieder in den Kreis? Ja, genau. Komm, wir gehen mal was essen hier, Jungs. Ich kann überall hin, wo ich will. Was? Was? Halt die Fresse, ey. Steig nirgends aus. Er ist vorbei. Fährt weiter. Einsatzwagen verloren. Wiederhole. Einsatzwagen verloren. Bravo 26. Bin am Einsatzort. Bravo 35, nehme Verfolgung auf. Ich bin alleine, er hat alle anderen auf. Es juckt ihn einfach nicht. Er ist auf der Promenade.
Ja, kann ich mich nicht verstecken. Direkt hinter euch. Haltet durch. Hab ihn verloren. Klappern wir die Gegend ab. Alle Einheiten im Umkreis. Der Q6-Verdächtige wurde ja, natürlich gesehen, ist er Bulle, ne? In Fahrtrichtung Norden auf der Promenade. Einsatzleitung bestätigt Absperrung des Sektors. Übermittlung der Zielposition über das GPS. Aktuelle Infos folgen. So. Hätte auch so schon schnell gehen können, aber dann wäre es ja keine Herausforderung, wenn die Bullen ja nicht ein bisschen ne, Sneaky Beach machen würden. Und wieder eine Mautstelle. Mal gucken, was wir diesmal für ein Geschoss bekommen. Hoffentlich mal was Schönes, Vernünftiges, Nettes, Schnelles, Wendiges. Ui, ui, Subaru, ey. Der Turbo, der zischt hier ein bisschen in eine Ohne. Und schon wieder dieses, oh ne, Alter, Leute, blinded, das muss ich mir merken, das machen wir gleich erstmal aus, das Lied, ey, das kann ich nicht, nein. Ich kann das nicht mehr hören, ey. Irgendwie, ne. Nee, nein, nö, Alter, nö. Außerdem habe ich da Angst bei dem Lied, weil das irgendwie so ein Permaload ist, ey. Dass ich da wieder voll den Urheberrechtscrash hier hab, ey. Wir haben zwar in einer Folge das schön zu gesungen, aber das reicht dann auch wieder, ne? Alter. Achtung, östliche Streife. Haben mehrere Meldungen über einen gesuchten Radar reinbekommen. Egal was für ein Auto du fährst, es ist gesucht, ey, aber hey, Tuner, ne? Tuner! Verfügbare Einheiten bitte melden und zum Einsatzort aufrufen. Verfügbare Einheiten bitte melden, ey, ja. Bra. Bra. Bra, da haben sie schon. Oh, Leute. Ist das erotisch mit euch? Aber mit dem lahmarschigen Auto hier gleich 4 Nagelbänder ausweichen, das bedeutet, wir haben Stufe 4. Alter. Boah, das wird aber Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurden zuletzt gemeldet eine ganz lustige Angelegenheit. Auf dem Bayshore Boulevard. Der Einsatz bleibt auf Code 3. Sektor wird abgesperrt. Bitte auf TAC 2 umschalten. Ja, alles klar. Chill mal, Roboter. Hat die sich ein Kissen vor den Mund gehalten, oder? Hier ist Bravo 28. Nähern uns Code 6 von Nordwesten. Ich bestätige Anfrage für die Sperrung. Sperrung, ja. Zentrale? Hier Charlie 15. Von unserem Freund gibt es hier keine Spur. Wir verlassen den Sektor Richtung Süd-Südwest. Freund? Wer hat für Freund, Junge? Willst du mit mir ausgehen, Perle? Perle. Hallo, shit. Verdächtiges Fahrzeug identifiziert. Da steht einfach eine riesen Mülltonne halb auf der Straße. Und verantwortlich sowas. Wer fallo da lang? Kackwurst. Hab ihn verloren. Komm, fahr freiwillig durch den Breaker da. Da ist der Start, lol. Lol. Ja, im Arsch habt ihr mich eingeholt, ey. Ihr krassen. Das sind alles Rennfahrer gewesen, die wir besiegt haben in Underground 1 und so. Ich mache jetzt einen auf Bulle und wollen uns stellen. Aua. Das tat weh, ich brauche ein Pflaster. Bestätige. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. Der nächste ist direkt Richtung wieder da vorne am Start. Wir spenden Stadtteil ab. Mal da oben, ey. Nee. Gehen auf Code 3. Code 3, ja. Ach nee, das Ziel, okay. Maut! Oh, Leute, Dings voll durch die Scheibe gegangen. So, meine Lieben, jetzt wird's interessant. Ich raste dich bestimmt gleich aus. Nagelbänder sind ja mal so eine geniale Erfindung hier. Ne? So.
zwei Stück umfahren. Aber das bedeutet, wir haben Stufe 4, weil erst ab Stufe 4 werden Nagelbänder eingesetzt. Und die sind nicht gerade zärtlich zu einem, diese Undercover-Bullen. An alle Streifenwagen. Mehrere Einheiten haben die Verfolgung eines Q6-Fahrzeugs aufgenommen. Alles weitere findet ihr auf Roboter dem Schirm. Wieder am Schnall. Auf Kanal 1 koordiniert. Verdächtiges Fahrzeug ist ein blauer Subaru. Yeah. Meldung der Einsatzleitung. Wir sind jetzt auf Alarmstufe 4. Alarmstufe. Boah, ich dachte schon, da kommt ein Reno, Alter. Ein paar von euch müssen hier mal einen Gang runterschalten. Das interessiert die nicht. Ja, chill mal. 33, schickt sofort Einheiten hierher. Schickt sofort Nagelband bitte raus. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Mann, ey. Hubschrauber, alles klar. Der Subaru hat ganz schön Dreck am Stecken hier. Lass doch diese Bitch-Moves! Guck mal hier, eine Mautstelle. Da, zahl lieber deine Maut, du Psycho. What the fuck? Boah, der hat mich weggeschoben, als wenn der, was weiß ich, ey, 5000 Tonnen wiegt. Boah, ey, wie die immer ausrasten müssen, ey. Verpiss dich. Die sind so aggressiv. Da will ich nicht lang. Ich hab Angst vor der Kurve, oder? Acht. Bitte Situationsbericht durchgeben. 5-1 braucht aktuelle Informationen. Kann kaum mithalten. Code 6 macht eine Menge Probleme. Die Situation ist die, dass ihr keinen Hubschrauber hier schicken sollt, sondern Nagel. Ben, wie viele Rhinos? Alter, fickt euch! Übertreibt mal nicht die Lage hier. Straßensperre bitte. Einer der Einsatzwagen ist ausgefallen. Ja klar, da oben. Da oben. Lass mich hier durch. Nee, Jungs, lasst mal stecken, Alter. Das gebe ich mir hier nicht. Wollen die mich verarschen? Das meine ich doch, Alter. Mit so einer lahmarschigen Pisskarre gegen diese Stufe 4-Fotzen hier. Ah, leck meine Eier hier. Komm her, du Penner. Du wirst dafür zahlen. Missgeburt. Verdächtiges Fahrzeug ist ein blauer Subaru. Lasst uns den Typen überholen und eine 1075 bilden. Bilde dir gleich mal ein Symptom, Alter, davon erholst du dich nie wieder. Zentrale, schickt alles, was ihr habt. Code 3. Ich verliere ihn. Nur ein bisschen hier. Verstanden, Echo 25. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Ja, ach, guck mal. Verdächtiger in Sicht. Wir sind hinter ihm. Weißt du, ich weiß, wo ich hinfahre. Wir haben ein paar Nagelbänder für ihn ausgelegt. Versucht ihn nach links zu drängen. Nee, warte mal. Oh, doch, das hätte gepasst. Charlie 21. Fahrzeug fährt durch die Straßensperre. Versuche ihn einzuholen und mit 1059 zu stoppen. Haltet durch. Wir werden uns was anderes einfallen lassen. Alter, guckt euch diese penetrante Scheiße wieder an, Mann. Muss mal für ein bisschen Ruhe sorgen, glaube ich. Das wird keine einfache Verfolgung. Zentrale, schickt Verstärkung. Ich habe keinen Speedbreaker mehr. Das ist gar nicht gut. 10-4-3. Habe eine Rhino-Einheit für euch und kann noch mehr schicken, falls nötig. Jawohl. Mach doch mal nicht so eine Wille. Hä? Wieso waren da keine Nagelbänder? Sein Wagen ist noch immer fahrbereit.
So, weg. Er ist durch die Schwert- Tschüss. Ich darf da nicht raus. Sind die witzig oder was? Scheiße, ich darf da nicht hoch. So, jetzt lasst mich mal in Ruhe hier, blöden Bullen. Ich habe alle Einheiten verloren. Brauche mehr Unterstützung. Du Scheiß brauchst du. Wir haben alle freien Einheiten im Einsatz. Haltet durch. Sind mit Code 3 zu euch unterwegs. Es hängt wieder an einer Bazille, Alter. Das ist unglaublich. Charlie 15, schließe mich den Verfolgern mit Code 3 an. Sierra 1, ihr könnt mich mit einplanen. Bin in 30 Sekunden da. Nö, selbst schuld, dass du da langfährst. Fahre dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Hab ihn verloren. Schickt Einheiten her, die das Gebiet abriegeln. Ich wette, der fährt zufällig hier rein. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. Guck mal, der ist auf jeden Fall schon hier abgebogen, Alter. In der Nähe von Beacon Point. Einsatzleitung ermittelt umgehend die Sperrung des Sektors. Der Verdächtige. Der Verdächtige, der interessiert sich nicht für dein Gelaber. Desto früher ich die Herausforderungsserie beende, ist so. Eher habe ich die Rage-Mode wieder in Mente hier weg, ne? So. Entkomme in weniger als 4 Minuten. Boah, das kann ja wieder ein Krampf werden, ey. Es gibt aber irgendeine Herausforderung, ist richtig schwer mit dem Entkommen, weil die da so eskalieren. Ach du Heilige, das Ding ist auch so ein Schwergewicht. Miau, 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 miau. Ach, jetzt hab ich vergessen, das Lied auszumachen, das eine, ne? Muss ich echt dran denken, ey. Ich will das nicht mehr hören. In 4 Minuten entkommen mit so einer Gurke hier, ey. Wahrscheinlich wieder mehr Bullen am Arsch als alles andere. Unmöglich sollte es nicht sein, aber... Achtung, Streife. Haben mehrere Beschwerden über einen Radar bekommen. Beschreibung passt auf einen gesuchten Fahrer. Wurde soeben gesichtet in östlicher Richtung auf der Chase Road. Verfügbare Einheiten bitte melden. Alle gesucht, alle, alle. Beschreibung passt, ey. Entweder ist das ein oder selber mit dem ultimativen Fuhrpark oder hier wirklich, ne? Polizeigewalt. Hass gegen Tuner. Aber gut, hier Need for Speed, ne? Rasen sie auch wirklich, die Tuner. No, no, no. Dämlicher hätten sie das nicht machen können, ne? Ich kümmere mich um den Raser. Verdächtiger in Sicht, nähere mich ihm. Alter, da ist was für eine Behindertenabsperrung da, ey. Hab ich auch noch nie erlebt, so weit. Voll die Falle. Trollololol, hab ich da gerade irgendwie flüstern gehört. Und wie geht's euch so, ihr blöden Bullen, ne? Wollt ihr mir wieder auf Feier gehen, ja? Sichtkontakt verloren! Bleibt dran! Ja, ich habe Sichtkontakt. Code 3. Da-da. Nein! Ich hasse immer diese Scheiß-Vans, ne? V1, erbitte aktuellen Situationsbericht. Sind noch an ihm dran. Nichts Neues. Nichts Neues, Junge.
Ich sehe schon eine Ziele, ich kann es riechen. Ne? Aber wir haben jetzt gleich noch unseren Spaß, Jungs. Keine Sorge. Erstmal die Maut hier wieder bezahlen. Ich zahle mit Zerstörung. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das in 4 Minuten hinkriege. Bratmax, Brady. Hey, I am Rock. Wie hieß das Scheißlied nochmal? Das muss irgendwo hier unten sein. Ja, da ist es. Tschüss. Ach, hey. Speichern. Pff. 4 Minuten, Alter. Boah. Das ist unmöglich, ey. Hoffentlich sind das nicht Stufe, was weiß ich, für Bullen. Stufe 2. Achtung, Streife. Mehrere Einheiten versuchen, ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit zu stoppen. Einsätze mit niedriger Priorität sofort abbrechen und auf weitere Anweisungen warten. Ich hätte anders fahren sollen. Fahrzeug ist ein weißer Cadillac. Ist das denn? Melde mich, sobald ich kann. Ich zeig dir gleich Gewalt. Ey, die fahren wieder. Diese Cheetah-Bullen. Nee. Erbitte schnellstmöglich Lagebericht. Sind doch mit ihm beschäftigt. Was machen die da? Wo kommt ihr denn jetzt her, ey? Hä? Ey, wollen die mich ficken? Habt ihr das gesehen? Ich bin gerade irgendwie durch den durchgefahren. Das ist ein Cheater, Bruder. Der Raser hat gerade jemanden überrannt. Der Fahrer ist direkt durch die Sperre gebrettert. Fahren weiter! Verdächtiger ist entkommen! Oh, Leute. Diese blöden Verfolgungsstopper, ne, die funktionieren irgendwie nicht, ey. Aber Sichtkontakt, geh auf Code 3. Code 3 liegt hier auf. Jetzt langsam. Wir kreisen ihn ein. Standby. Komm mal her. Kommt mal her. Alle beide will ich euch hier sehen. Hä? Ich bin gewalt! Alter, fick doch deine Mutter, du Spaß, Alter! Zentrale brauchen mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alle, die wir kriegen können. Okay, Roger, Sierra 20. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Ey, der Pisser. Augen auf, da kann ich bald sein. Alle Einheiten der Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in östlicher... Habt ihr gesehen, wie der da drin schon am Wenden war und alles? Als wenn er genau wusste... der hat gedreht. naja, gut. Mal Glück gehabt, dass wir das hingekriegt haben direkt. So, neue Karre. Hör mal, 4, 5 müssen wir hier schaffen, ne? Gucken, was wir für ein Auto kriegen. Bestimmt wieder irgend so ein Scheißkübel, ey. Oh, ein Galado.
Nice. Erste Mal Lambo fahren hier wieder. Schöne Auto, schöne Auto. Alter. Steht immer so ein Müll auf der Straße. Wetten gleich wieder. Ja. Ah, du hast wieder gemacht, hey, du Lambo-Fahrer, hä? Hey? Unfallflucht, also wirklich, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein, so was. Da muss direkt höchste Polizeigewalt angewendet werden. Stufe 3, oder was? Ja, natürlich, Alter. Man hat aber auch keine Sekunde Ruhe mit den Typen hier, ne? Hä? Ja, der Polizist hat sich irgendwie Luft aufgelöst. Ich hab fast wieder die Dinger da mitgenommen. Doch keine Bullen. Ne, da bin ich rein. Mein Gott, Alter! Voll die Banane hier. Ach, natürlich. Guten Tag, Officer. Haben Sie einen Parkschein bezahlt? Gemeldeter Verdächtiger in Sicht. Verfolge mit Code 3, der Typ hat mich gesehen. Nee, ich dachte eigentlich, du bist der Lieferant, der mein Essen will. Boah, ich könnte mir jetzt also gerne mal essen, würde ich mir bestellen, aber ich habe einen Hungerter hier gerade. Ich hasse das immer, wenn man so groß Geld bezahlen muss. Boah, Onkel, bist reich oder was? Nein, nicht. An den 100er gehe ich sowieso nicht dran, das kommt in meine Sparbose. Sparbose. Nee! Ich wollte mir vielleicht einen Wii U kaufen. Was? Es gibt ja schon eine neue Nintendo. Ja, ich weiß, aber es ist am Ende ist es sowieso sinnlos, weil ich die Wii U eigentlich nur will, weil ich total heiß auf Super Mario Maker bin. Aber irgendwie habe ich da ein bisschen Angst, dazu kaufen, dass, wenn ich dann das kaufe und kurze Zeit später sind auf einmal die Server down. Von Mario Maker. Das geht bei Nintendo ja ganz schnell, manchmal. Ja klar, der Bulle, weißt du, der Bulle fährt vor und hier runter. Ein bisschen geistig verrückt hier, ne? Ich würde gerne so ein richtig geile Verfolgungsjagd bei GTA, so ein Filmchen drehen, aber dafür bräuchte ich Leute. Und dann auch noch einen Server, ey. Weil ich dann gerne mit gemoddeten Fahrzeugen machen würde. Bitte melden. Einsatzleiter ist vor Ort und bittet um Lagebericht. Einsatzleiter! Fahrer weigert sich anzuhalten. Bin immer noch Code 3. Danke für die Hilfe in der Kurve. Und jetzt. Ach, schade. Boah, was eine Funkensprüherei. So, wir haben 39 Minuten durch hier. Was wäre denn das nächste? Ich muss einer Polizei nach mindestens 7 Minuten dauernden Verfolgung. Ah, nee. Nee, das machen wir in der Folge nicht mehr. 7 Minuten sind zu viel. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann geht's weiter mit der Blacklist. Ne? 7 Minuten, Alter. Weißt du, wie wir das machen? Damit da, ne? Ich werde diese Herausforderung bis zu 6 Minuten fahren. Und dann mache ich erst, fange ich die Folge dann an. Aber ist ja eh egal. Ist erstmal übernächste Folge. Wir sehen uns in der Karriere wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Unterstützt den Channel. Und bis zum nächsten Mal. Euer Onkel sagt auf Wiedersehen. Gut, tschüss.